Hallo, guten Tag. Bitte die Tür von Hand zuziehen, die ist nicht automatisch. Jawohl. Okay. Und anschnallen, bitte. Wo soll es denn bitte hingehen? In die Bonnerstraße 307. Bonnerstraße 307. Guten Tag. Guten Tag. Willkommen im Quiz-Taxi. Oh, geil. Oh ja. Geil, das kenn ich. Das hab ich früher auch mal geguckt. Dann weißt du ja noch, wie es geht. Ungefähr. Du bist der? Dominik. Dominik. Und du? Jill. Jill. Hey Jill. Hey. Hi. Dominik. Ich bin Thomas. Okay, guten Tag. Hi. Euer Quiz-Taxi-Driver. Spielen wir Quiz-Taxi? Wir spielen Quiz-Taxi. Yippie-yay. Geil. Noch 9,9 Kilometer bis zum Ziel. Ihr seid ein Paar, ja? Ja. Sehr schön. Und hier kommt eure erste Frage für 25 Euro. In welcher Stadt leben die Comicfiguren und Pfadfinder Tick, Trick und Track? Quack, quack, richtig, 25 Euro. Welches der sogenannten sieben neuen Weltwunder ist mit 8.851,8 Kilometern das längste Bauwerk der Welt? Wie viel war das? 8 Kilometer, ne? 8000. Ja, sagen wir. 851. Ich hatte 8 Kilometer. Ja, 8, gut, dann loggen wir die chinesische Mauer. Dann nehmen wir die chinesische Mauer. Die chinesische Mauer. Das ist richtig, ja. Oh. 50 Euro. Bis zu welcher Zahl kann man zählen, ohne das Wort und in den Mund zu nehmen? Bis zu welcher Zahl? Also die erste Zahl, bei der man uns sagt, ist 21. Also die erste ist. Also bis. Die letzte ist die 20. Bis 20. Absolut cool begründet, richtig. Jawohl. Sehr gut gemacht. Wie wird das Dokument genannt, mit dem man eine technische Erfindung rechtlich schützt? Patent. Absolut, na klar. Patent. Patente Antwort, Patent richtig, 100 Euro. Ab jetzt ist jede richtige Antwort 50 Euro wert. Oh Gott. Sag mal, Jill, was machst du denn so beruflich? Ich studiere noch und bin aber gleichzeitig als Lehrerin angestellt. Ah, für Mathe oder was? Nee, für Deutsch, Englisch, Französisch, so alles Sprachenmäßige, was so anfällt. Wie, man kann als Lehrerin angestellt werden, obwohl man noch studiert? Ja, weil in Rheinland-Pfalz so ein Lehrermangel herrscht. Das nennt sich PES-Kraft, also wir machen quasi dasselbe, was richtige Lehrer machen, ja, nur für weniger Geld. Auch schön, ne? Ja. Das heißt, ihr kommt beide aus Rheinland-Pfalz und seid zu Besuch jetzt gerade hier. Ja, genau. Ach, wie schön. Super. Was machst du denn, Dominik? Ich bin Bäckermeister. Nee. Doch. Hör mal, Dominik. Ich stehe nachts auf und backe die Brötchen für die Leute. Echt? Ja. Und macht das Spaß? Ja, das macht sehr viel Spaß. Hast du eine eigene Bäckerei? Nee, ich bin angestellter Bäckermeister. Cool. Ja, sehr schön. 50 Euro ist jetzt diese Frage wert. Von hinten ähnelt es einem Zebra. Doch wie heißt dieses Tier? So. Was ist das? Tja. Keine Ahnung. Wüsstest du irgendwen, der das wissen kann? Nee. Nee. Absolut. Also. Sagen wir Tapir? Ja. Wir sagen, es ist ein Tapir. Mhm. Ohne Joker, ja? Ja. Alright. Tapir ist falsch. Ja. Das war's? Scheiße. Ja. Klingt ein bisschen ähnlich sogar. Ist ein Okapi. Oh, okay. Wäre ich auch ehrlich auch kein gewusst. Ein Okapi. Und was du eben gesagt hast, so ein bisschen vorne wie eine Giraffe. Ja. Ja, Okapi nennt man auch Waldgiraffe. Oh, das okay. Ja, da war es eigentlich ganz auf einem ganz guten Weg. Okay, eine falsche Antwort könnt ihr euch noch gönnen. Okay. Ja. Von daher lieber mal einen Joker raushauen. Davon habt ihr ja 3 Stück. Okay. Okay. Hier kommt eure nächste Frage. Welcher in Pittsburgh geborene Künstler produzierte seine Kunstwerke in der sogenannten Factory? Da würden wir einen Joker nehmen. Ja. Was nehmt ihr dafür ein? Den Online-Joker. Online-Joker, alles klar. Dann Handys raus und yes. Ab jetzt läuft der Countdown. Welcher Künstler hat die Factory begründet und die Warhol. Zeit ist um. Und du sagst? Andy Warhol. Andy Warhol. Absolut richtig. Ja, 150 Euro. Sehr gut. Googeln kann ich. Pastis ist ein typisch französischer Schnaps aus dem Samen welcher geschmacksprägenden Pflanze? Pastis.
dann nehmt einen Telefonjoker. Ich habe das Gefühl, dass ihr gerade auf dem Holzweg seid, weil euch gar nichts einfällt. Ne? Seinen charakteristischen Geschmack. Ruf jemanden an. Den Opa anrufen. Der Opa weiß das, komm. Wen soll ich anrufen? Die Oma. Die Oma. Okay. Dann ruf ich deinen Papa an. Nee, der weiß das nicht. Hallo, hier ist die Sprachbox von. So, direkt mal weiter dann ausprobieren. Ruf ich den. Darf ich meine Mama anrufen? Darfst du? Sag mal, wenn du vor der Klasse stehst, bist du dann auch so entscheidungsfreudig? Ja. Na, dann nehme ich mal, wen nehme ich mal dran? Wen nehme ich mal dran? Hallo Mama, ich bin's. Du musst mir jetzt eine Frage beantworten. Hallo Mama. Ich sitze gerade in einem Quiz-Taxi. Passis, das ist ein französischer Schnaps. Aus welchem Samen wird das gemacht? Also ich kenne Pastis nur, dass das aus Lakritz gemacht wird. Also aus Anis? Anis, ja. Okay, super. Und Anis ist richtig! Oh, sehr geil, Dankeschön, okay. Mama. Bis gleich. Danke, Opa, bis gleich. Keine Ahnung, was das war. Opa hat keine Ahnung, tschüss. Mama ist bei Lidl. Wunderbar. Oh, okay. Dominik, was ist denn gerade so das Trendbrot? Was geht gerade besonders gut? Was fragen die Kunden nach? Das Trendbrot? Ja. Wir haben viel Kölnerbrot, was wir machen, Römerkruste. Römerkruste? Ja, genau. Da sind halt verschiedene Körner drin, die werden vorher eingekocht, damit die schön das Wasser aufnehmen und quellen. Und das ist noch richtig so Sauerteig? Oder? Ja, Sauerteig echter? Machen wir auch noch selber. Und hast du auch den Trend gemerkt, dass während Corona die Leute dann angefangen haben, selber zu backen? Kommen die schon mal vorbei und holen sich so Tipps ab und sagen, hör mal. Ja, wir hatten ein paar Leute, die haben sich dann quasi Mehl von uns geholt und Hefe, weil in den Supermärkten war ja alles weg. Ne? Es gab ja gar nichts mehr. Ja. Weder Klopapier noch Hefe noch Mehl. Ja. Und das hatten wir ein paar Mal. Ja. Ein paar haben sich auch Sauerteig abgeholt. Aha. Und wie reagiert ihr da? Nach dem Motto, nee, wir wollen euch als Kunden behalten? Oder unterstützt ihr die dann in ihrem selber? Ja, verkauft ist verkauft. Ne? Ob du jetzt den Mehl verkaufst im Endeffekt? Das stimmt natürlich. Ne? Oder das. Noch 5 Kilometer bis zum Ziel. Weiter geht's. Das ist eine Musikfrage, hört gut zu. Vielleicht auch auf den Text oder was auch immer. Ich weiß nicht, wie sie aussieht. Zukunft hängt. Alles gut, mein Kind. Ja, alles gut, mein Kind. Alle mal schwarz, ich seh die Zukunft pink. Wenn du mich fragst, wird alles gut, mein Kind. Mach dein Ding, aber such keinen Sinn. Zukunft Pink ist die erste Solo-Single von Peter Fox seit 14 Jahren. Durch welche Band wurde der Sänger bekannt? Peter Fox. Also ich kenne Peter Fox, aber nur als Einzelsänger. Ihr habt noch einen Passantenjoker, ne? Dann nehmen wir den Passantenjoker. Hallo! Hi! Hallo! Wir sind vom Quiz-Taxi. Komm mal, das sind meine Kandidaten. Kommt mal ran, bring die mal mit. Leute, kommt mal hier bitte ans Taxi, ganz schnell. Aber jetzt mal. Hallöchen! Wir müssen uns helfen. Hallo. Hallo! Was hast du gesagt? Das ist das Quiz-Taxi. Ja, da kommt man näher ran. Ihr seid unsere. Guck mal, ihr seid unsere Passantenjoker. Kommt ein bisschen näher, bitte. Zwar, bitte mal. Jill und Dominik, so. Hallo. Genau, hallo. Wir tun alles, was wir können. Dankeschön. Das ist eine Musikfrage. Oh, oh. Let's go. Perfekt. Ja, allesamt. Mega. Das machen wir hier per Schwarmintelligenz. Ja. Mhm. Wir spielen sie jetzt mal ein. Okay. Achtung. Alles gut, mein Kind. Zukunft, Okay, Peter Fox. Das ist schon mal gut, dass ihr das wisst. Und jetzt ist die Frage, er ist ja Solokünstler, aber er ist bekannt geworden in einer Band. Wie hieß die Band? Seed mit 3 E. Seed mit 3 E? Okay. Da kam er aus der Pistole geschossen. Dann nehmen wir das, dann locken wir das ein. Eingeloggt? Ich bin hier los auf einem bombigen Beat, einfach Seed. Okay. Komm mal bitte, was? Wie? Das bitte normal, so one, two. Seed ist... Ja! Ja! Richtig! 300 Euro! Super, habt ihr das gemacht. Vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Könnt ihr uns jetzt was fragen, was wir wissen? Guck mal, das sind so gute Laune-Fragen, meinst du? Da bist du ja, so richtig. Was ist das denn? Rote Ampel, ihr habt jetzt die Möglichkeit, 250 Euro on top zu gewinnen. Okay. Ihr habt für diese Frage jetzt aber nur 20 Sekunden Zeit, aber ihr riskiert nichts. Halleluja. Nennt 8 der 18 Städte, deren Ortskennung auf dem Nummernschild aus nur einem Buchstaben besteht. Hey, die Frage habe ich nicht verstanden. Nummernschild, okay, nur ein Buchstabe. München, Köln, Dortmund? Nee.
Chillax mal ganz kurz. ich würde sagen, jetzt haben wir eh verkackt. Ja. Och. Na gut. Es hat gut angefangen und stark nachgelassen. Ja, ja, das genau. Oder wie meine Mathelehrerin früher immer sagte, das war schlicht und ergreifend falsch. Buchstabiert das Wort. Zart beseitet. Okay. Mhm. Z-A-R-T. Zart. B-E-S-E-I-T-E-T. Zart beseitet. Ja. Sagt die Lehrerin. Boah, ich bin Deutschlehrerin. Das wird jetzt richtig peinlich, wenn ich jetzt gefeuert werde von meiner Chefin, wenn die das sieht. Halleluja. Logge ich ein. Okay, dann logg das mal ein. Wir sagen Halleluja. Hoffentlich sieht sie es nicht. Das ist nämlich falsch. Nee, einfach jetzt. Boah, es ist schon peinlich. Beseitet mit A-I. Die so, Seite nee, auf der Gitarre, die Seite auf der... Das ist nicht eine zarte Seite, sondern eine zarte... Bing, die Seite. Okay. Jetzt volle Konzentration, sonst ist die Kohle weg und ihr seid noch nicht am Ziel. Ist nicht mehr weit, aber... Wie heißt die härteste Substanz des menschlichen Körpers? Hä? Die Frage ist mir zu hoch. Was ist Bio-LK? Ich sag Bio-GK. Oder so. Okay, ich muss es jetzt... Ja, ja, ja. Ich würde sagen Knochenmark. Knochenmark. Nee, Knochen. Nee, Knochenmark. Nee, Knochenmark. Knochen ist kein... Was denn jetzt? Knochenmark. Hab ich jetzt eingeloggt? Ja. Okay. Falsch. Scheiße. Was wär's gewesen? Der Zahnschmelz. Oh. Das ist die härteste Substanz. Ja. Ihr habt verloren. Ja. Trotzdem arschpeinlich und scheiße. Ach Quatsch, was denn? Ach, hat aber total Spaß gemacht mit euch. Ja. Und zieht, yeah. Viel Spaß noch. Dankeschön. Danke fürs Christtaxi spielen. Oh. Komm mal, aber ich hab, damit ihr nicht ganz unglücklich seid, guck mal. Ja, weil es zu weit ist. Hier ist ein Straßenbahnticket für dich. Danke schön. Und Straßenbahnticket für dich. Dankeschön. Könnt ihr noch einmal rund um Köln fahren. Dankeschön. Macht's gut, danke schön. Dank ist raus. Tschüss, ihr Lieben.